Ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video zum Thema ja, neues Bewusstsein. Und ich komme gerade vom Frühsport. Wir haben ja heute den 6. Juli 2020. Hier auf Mallorca haben wir schon Hochsommer. Und man muss hier sehr früh aufstehen, um noch viel Sport machen zu können. Es ist so heiß. Und während ich meinen Frühsport gemacht habe, habe ich das vergangene Wochenende Revue passieren lassen. Deshalb möchte ich meine Erfahrungen und Erkenntnisse daraus mit euch teilen. Das ist ja eigentlich so meine Kernaussage in meinen ganzen Videos, dass ich Erfahrungen mache, die mir total gut tun, die mich weiterbringen. Und diese Erkenntnisse möchte ich mit euch teilen, damit ja vielleicht der eine oder die andere etwas daraus zaubern kann für ihr eigenes Leben. Meine Erkenntnis des vergangenen Wochenendes ist, dass ich mittlerweile weiß, und das hat es mir nochmal bestätigt, was in mir sowieso schon so viele Wochen gebrodelt hat an Inspiration. Je mehr ich mein Leben genieße mit allen Sinnen, desto mehr Energie habe ich. Und je mehr Energie ich habe, desto weniger kann mich das äußere Chaos aus meiner Mitte holen. Zudem ist Genuss für mich immer auch Energie auftanken. Ja? Also wenn wir unser ganzes Potenzial nutzen möchten, brauchen wir eine gewisse Form von Lebensgenuss. Das eine baut immer auf dem anderen auf. Wenn ich meine Energie erhöhe, indem ich mich immer mehr in das Leben hineinströmen lasse, indem ich dem Leben vertraue, indem ich mir vertraue, indem ich meinen eigenen Intuitionen vertraue, desto mehr Energie habe ich in meinem Leben. Wenn ich mehr Energie habe, habe ich mehr Inspirationen. Dann bin ich offen für das, was aus der Umwelt zu mir kommt. Ich kann es verarbeiten, ich kann die Puzzlestücke zusammenfügen und wenn das Puzzle meines Lebens sich immer mehr harmonisiert, indem ich die Lücken fülle, desto glücklicher bin ich. Ich habe schon in vielen Videos erzählt, dass ich das Thema Genuss, Lebensfreude und auch Spaß für mich über all die Jahre intensiviert habe. Mein Leben war in den ersten 30 Jahren wirklich knackig. Also es war nicht immer eine Freude. Rückblickend weiß ich, ich hätte viel, viel tun können, um das eine oder andere aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und als ich das dann verstanden habe und die folgenden Jahre nach meinem spirituellen Erwachen mit 30 genutzt habe, um anders auf mein Leben zu blicken, eine andere Philosophie entwickelt habe, hat sich alles in meinem Leben verbessert. So habe ich in den letzten 20 Jahren viel, viel für meine Entwicklung getan, um immer mehr mein Leben zu genießen, immer mehr Lebensfreude zu haben. Übrigens ist Lebensfreude die höchste Energieform, die wir Menschen erzeugen können, die höchste Schwingung. Und Genuss, Lebensfreude, Spaß, das sind für mich die Ergebnisse meiner Selbstentwicklung. Dadurch, dass ich mir immer mehr vertraue, mich selber immer mehr lieben kann mit allem, was ich bin, auch mit meinen Macken, auch mit meinen Schwächen und Fehlern, desto mehr Energie habe ich. Denn wenn ich mich ständig über meine Macken und Schwächen und Fehler aufrege, zieht mir das Energie ab. Selbstzweifel, Angst, und zwar meistens völlig unbegründete Angst, also Glaubenssätze, die in meinem Kopf rotieren und die mich runterziehen, rauben mir Energie. Zum Thema Glaubenssätze, ich erzähle es immer wieder gerne, habe ich zwei tolle Videos gemacht, verlinke ich euch mal hier oben, also es sind zwei Teile, eines sozusagen Workshops. Und je mehr ich in meinem Leben aufgeräumt habe, je mehr ich all die Ängste, Zweifel, Sorgen,
meinen übertriebenen Lebensrettungswunsch, also Weltrettungswunsch, runtergeschraubt habe, desto mehr Lebensfreude habe ich. Je mehr Lebensfreude ich habe, desto mehr Energie habe ich. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen die Zusammenhänge. Am vergangenen Wochenende habe ich das wirklich par excellence erlebt. Mein Ex-Mann und bester Freund Cyranus war bei mir auf Mallorca, hat mich mal wieder besucht. Und wir haben beide in den letzten Wochen und Monaten extrem viel mal wieder gearbeitet. Wir sind beide solche Arbeitstierchen. Ich hatte ja 3 Wochen Schweigeretreat. Und er war so der Erste, mit dem ich ein bisschen mehr gesprochen habe, wo ich meine Stimme etwas mehr trainiert habe. Und wir haben uns vorgenommen, wirklich einfach mit unserem gemeinsamen Flow zu gehen, zu schauen, was möchten wir tun, wo möchten wir hin. Und wir haben dieses ganze Wochenende damit verbracht, meinen Garten zu verschönern. Ich habe ein paar tropische Pflanzen gekauft. Ich mache jetzt auch bald meinen neuen Gartenrundgang. Da freue ich mich schon drauf, euch meinen Garten zu zeigen, wie er jetzt aussieht. Wir haben, also er liebt es genauso wie ich. Also wir haben da so beide unser Hobby, unsere Begeisterung, mit Pflanzen zu arbeiten. Und wir haben viel gechillt. Wir haben sehr gut, sehr lecker gegessen. Wir waren essen in unseren Bio-Restaurants hier in Port Andratx. Wir waren am Meer, haben in der Sonne gelegen, haben Picknick gemacht. Wir haben geschnorchelt, wir haben Fische beobachtet, haben viel gelacht. Und es war einfach super nährend. Wir haben uns umarmt, wir haben einfach das menschliche Leben auf der Erde mit allen Sinnen genossen. Und jetzt höre ich ja schon wieder einige, die dann auch gerne in den Kommentaren schreiben, ja, du hast es gut, du lebst auf Mallorca. Es ist völlig egal, wo wir sind, was unsere Hobbys sind, wer unsere Freunde sind. Wir gestalten unser Leben. Wir gestalten unseren Genuss. Genuss nährt. Genuss entspannt. Ob man Genuss damit verbindet, wild durch die Gegend zu flitzen, wie ich jetzt gerade durch die Felder von Mallorca. Es war eine Wonne, durch diese kühle, frische Morgenluft zu walken. Ob man irgendwo am Strand liegt und schläft. Ob man isst, ob man eben einem Hobby nachgeht. Es ist völlig egal. Ich empfinde Genuss auch in meiner Arbeit. Auch da habe ich viel, viel, viel für getan, um in meiner Arbeit Genuss zu finden. Ich habe mir meine Umgebung so gestaltet, und zwar, ich bin über 30 Mal umgezogen, jedes Mal, wo ich war, habe ich meine Umgebung so gestaltet, dass ich mich wohlfühle. Denn wenn ich mich wohlfühle, und da hat jeder Mensch ja ganz andere Vorstellungen von, kann ich mein Leben genießen. Wenn ich meinen Kopf entrümpel und da nicht die ganze Zeit ein selbstzerstörerisches Geschnatter stattfindet, kann ich mein Leben genießen. Wenn ich meinen Körper liebe, wertschätze und annehme, ihm Gutes tue, kann ich mein Leben genießen. Diese 3 Wochen Schweigeretreat, ich möchte da gerne noch ein separates Video zu machen, weil es mir wichtig ist, euch meine Erkenntnisse daraus mitzuteilen, war eine Wonne. Anfangs war es nötig, weil ich sonst sehr krank geworden wäre, wie mein Körper mir gesagt hat. Weil ich aber die Klappe gehalten habe, ist es nicht passiert. Ich habe nach und nach die Zeiten immer, immer mehr genossen. Ich bin gerne alleine. Ist überhaupt gar kein Problem. Den Mund zu halten ist für mich eher eine Herausforderung. So hat jeder seine Herausforderung. Und ich habe gestern Abend für mich auch beschlossen, in den nächsten Tagen irgendwann wieder zu fasten. Ich habe schon ganz viele Fastenvideos gemacht, weil ich Fasten sehr, sehr liebe. Also ich habe einmal Wortfasten gehabt, 3 Wochen. Aber ich möchte auch wirklich Körperfasten machen, weil das Erholung pur für meinen Körper ist, weil er sich da komplett neu aufbauen und regenerieren kann, reparieren kann. Ja, also ich möchte euch wirklich nochmal jetzt zusammenfassend inspirieren, dass ihr das Leben Tag für Tag mehr genießt.
Für mich hat es auch zur Folge gehabt, ich habe mich komplett aus den Medien rausgenommen, habe immer nur mal wieder meine Genussimpulse in meine sozialen Netzwerke hineingegeben. Ich habe überhaupt keine Nachrichten konsumiert. Das mache ich schon seit 3 oder 4 Wochen gar nicht mehr, weil sich alles nur im Kreis dreht auf dieser Welt. Und dieses Chaos, das herrscht, nicht besser wird. Und wahrscheinlich dauert es auch noch eine Weile, bis es besser wird. Also brauche ich mich da nicht drum zu kümmern. Denn ich kümmere mich lieber darum, so stark zu sein, damit ich euch gut inspirieren kann. Das ist neben vielen anderen Themen wie die Malerei einfach meine Lebensaufgabe. Und um euch zu inspirieren, wie gesagt, möchte ich mein Leben genießen, möchte ich stabil und kraftvoll sein, damit ich euch Stabilität, Kraft, Genuss, Spaß, Lebensfreude weitergeben kann. Und deshalb klarer Fokus auf die schönen, wahren, puren, reinen, klaren Momente des Lebens. Und davon gibt es selbst im Chaos ganz, ganz viele. Öffnet euer Herz dafür, öffnet euren Geist dafür. Es ist immer noch Entrümpelungsphase. Zwischen dem alten und dem neuen Zeitalter ist die Entrümpelungsphase. Denn nur wenn wir klar, rein und frei sind von dem Ballast der alten Zeit, können wir das Neue sehen, aufbauen und genießen. Dafür werde ich Tag für Tag mein Bestes tun, auf meine Weise. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Vollmondzeit. Der Vollmond war knackig. Ah, und weil ich das ganze Wochenende so genossen habe, tangieren mich die Wellen von außen eben auch nicht mehr. Diese Energiewellen, diese kosmischen Wellen, die Angst- und Wutwellen der anderen. Wenn ich mein Leben genieße, bin ich stabil und werde nicht mehr von jeder Kleinigkeit umgeworfen. So, das war jetzt ein schöner Abschlusssatz. Ich wünsche euch das Allerbeste. Genießt euer Leben. Dafür sind wir hier auf der Erde. Das ist meine Philosophie. Und vielleicht inspiriert sie euch. In Liebe, eure Sonja Ariel von Staden. Ciao, wir sehen uns.